Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Und in dieser Folge reden wir mal über einen Cupra Leon, der für mich zumindest im Moment ja versinnbildlicht das Thema Spaß am Auto und Spaß am Autofahren. Das ist ja im Moment eher, sagen wir mal, etwas seltener geworden. Auch in den Medien wird über Autos ja eigentlich immer nur berichtet, wenn etwas Schlechtes oder Negatives zu berichten ist. Ich finde aber, wir vergessen bei der ganzen Geschichte, dass das Thema Auto und Autofahren auch noch was ja mit Lebensfreude und auch Freiheit zu tun hat. Zumindest wenn du auf dem Land lebst, dann kommst du auch heute ohne Auto kaum noch aus. Aber das ist ein anderes Thema, da reden wir nochmal bestimmt in der einen oder anderen Folge von Roadtrip, der Autopodcast, drüber. Wir wollen uns diesmal darüber unterhalten, warum steht dieser Cupra Leon so für das Thema Spaß am Auto. Das haben einige Hersteller ja sogar in ihren Werbeslogans gehabt. Ja, Freude am Fahren wirst du wahrscheinlich kennen. Das ist ja eigentlich immer so das gewesen, wofür BMW stand. Was machen die im Moment? Ich würde mal sagen, eher designtechnisch fragwürdige SUV-Panzer, die mit Spaß am Autofahren echt nichts mehr zu tun haben. Dieser Cupra Leon ist anders. Das ist ein Kompakter. Der hört auch eigentlich auf den Namen Cupra Leon VZ. VZ steht für Velos, also schnell. Und das ist er auch. Er hat normalerweise 300 PS. Ja, braucht man in einem Kompakten auch nicht unbedingt. Aber wir reden ja über das Thema Spaß und das soll ja auch was Besonderes sein. Warum und wieso er so viel Spaß macht? Ja, fangen wir mal mit dem Optik-Check an. Der fällt diesmal etwas anders aus. Wir reden diesmal nicht über Formen oder Linien. Bei diesem Auto ist es die Lackierung oder genauer gesagt die Beklebung. Cupra hat diesem Leon einen hammergeilen optischen Auftritt spendiert. Neongelb, weiß und mattblau. Klar, das ist jetzt nichts für introvertierte Fahrer, aber es gibt noch was anderes, einen Cupra Racing Schriftzug und der sorgt auch bei Nicht-Eingeweihten sofort für Klarheit. Das passt wirklich gut zu diesem Auto. Dem einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen zu krawallig sein, aber ich finde, es passt genau, weil dieses Auto hat auch nochmal 60 zusätzliche Pferdestärken an Bord. Ja, das heißt 360 PS im Kompaktsportler. Ja, was die können, das finden wir jetzt mal raus. Dafür steigen wir erstmal ein. Und ja, der Starterknopf am Lenkrad diesmal, der setzt sofort unsere Zeitmaschine in Bewegung. Kuckuck, da bin ich wieder. Mal eben auf den Knopf drücken. Wie viel sind wir denn gefahren? 1017,3 Kilometer. Dieser Cupra Leon, der hat mir richtig viel Spaß gegeben. Ja, richtig viel Fahrspaß. Um ehrlich zu sein, ja, mit seinen 300 PS ist der schon richtig gut motorisiert. Aber die 60 zusätzlichen PS, die sorgen mal für noch so ein ja, Sahnehäubchen. Es sind ja nicht nur 60 PS mehr, sondern es sind auch noch 50 Newtonmeter mehr. Also diesen Anstieg an Drehmoment, den merkst du wirklich. Egal mit welcher Drehzahl, egal mit welcher Gaspedalstellung, der hat immer noch mal ein bisschen mehr Bums unten raus. Also der zieht wirklich wie verrückt und das macht richtig, richtig Laune. So, jetzt reden wir über 360 PS, jetzt reden wir über 450 Newtonmeter und jetzt kommen wir zum Verbrauch. Und keine Angst, ich bin ihn tatsächlich auf diesen 1017,3 Kilometern mit 8,0 Liter gefahren. Das geht. Also er ist dadurch nicht ein richtiger Säufer geworden, obwohl er ein Sportwagen im Dress eines Kompakten ist, sondern er lässt sich wirklich zivil fahren und das Ganze mit einem, finde ich zumindest, absolut akzeptablen Verbrauch, auch in diesen Zeiten. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Wie viel Fahrspaß hat er denn gemacht? Er hat durch diese zusätzliche Leistungssteigerung noch mal ein bisschen mehr Fahrspaß gemacht, ganz ehrlich. Und da spielt es keine Rolle, ob du auf der Autobahn unterwegs bist oder auf der Landstraße. Das Ding macht richtig Laune. Wo kommen diese 60 PS her? Diese 60 PS kommen aus Kempten. Wenn du dich ein wenig mit dem Thema Motorsport auskennst, wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Tuning auskennst, dann wirst du sofort sagen, Moment, Kempten, da sitzt doch Abt. Genau da kommt die Leistung her von Abt Sportsline. Die haben dem Auto aber nicht nur 60 zusätzliche PS spendiert, sondern auch noch ein entsprechendes Fahrwerk mit auf den Weg gegeben. Und da kommen wir schon zu einem riesengroßen Kritikpunkt. Ich finde, das Ding
passt da nicht rein. Der Cupra Leon hat von Haus aus ein richtig gutes harmonisches Fahrwerk, was zum einen sportlich knackig kann, was aber auch komfortabel kann. Und wenn du unterwegs bist und hast irgendwelche Bodenwellen oder Schlaglöcher, die federt das Serienfahrwerk gut weg. Dieses Fahrwerk von Abt, das ballert wirklich in jedes Loch rein, jede Bodenwelle tritt dir ins Kreuz. Also das ist sowas von unharmonisch und macht echt überhaupt keine Laune. Im sportlichen Bereich verbessert sich was? Nee. Also ich finde, das ist nicht spürbar. Du merkst es auf jeden Fall, wenn du zügig unterwegs bist, nicht. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, jede Bodenwelle, jedes Schlagloch sind dein Feind. Und das ist auf unseren Straßen heutzutage einfach, das macht keine Laune. Auch auf der Rennstrecke, glaube ich, brauchst du das nicht. Das Fahrwerk von Haus aus ist gut und das sollte man auch so drinnen lassen. Das Geld spar dir bitte. Wenn du sagst, ja, ich will auch so eine geile Beklebung haben wie dein Testwagen, das geht tatsächlich, dein Cupra-Händler kann dafür sorgen, kostet irgendwo zwischen 2.500 Euro, ich weiß es nicht genau. Wenn du sagst, ich bin so extrovertiert und möchte das haben, auf jeden Fall fragen, es lohnt sich, Cupra bietet das an. So, alles in allem, mein Fazit, das Auto macht richtig Laune, es ist für alle Menschen, die Spaß am Autofahren haben, auch in diesen Zeiten, eine echte Überlegung wert. Es ist ein Sportwagen im Dress eines Kompakten, aber er ist genauso brauchbar wie ein Cupra Leon oder meinetwegen auch ein Seat Leon, von dem er ja mehr oder weniger abstammt. Du kannst damit auch ganz genüsslich zur Arbeit fahren, du kannst damit auch tagtäglich unterwegs sein. Einkäufe geht auch, also ich habe tatsächlich es sogar geschafft, Gartenmöbel damit zu transportieren. Schluckt da alles, einfach Rücksitze umlegen, losfahren, alles gut. Also er ist wirklich auch alltagstauglich und das Gute ist, ja, das Auto ist auch noch bezahlbar. Ja, natürlich, da klebt ein Preisschild dran, da steht was drauf von 53.000 Euro. Dafür hat es vor ein paar Jahren auch Eigentumswohnungen gegeben, aber ich habe es eben gesagt, es ist ein Sportwagen im Dress eines Kompakten und dafür geht der Preis auch in Ordnung. Wenn du mal überlegst, was es bei anderen Herstellern für 53.000 Euro gibt, ja, da wird das pure Fahrvergnügen nicht durch allzu viele Sonderausstattungen beeinträchtigt. Hier in dem Auto ist alles drin. Alles an Assistenzsystemen, was man bestellen kann, ist drin. Außerdem hat er ein riesengroßes Sonnenglasdach. Das ist übrigens sehr geil, gerade in diesen Zeiten, wenn es denn etwas wärmer wird. Und ja, das Schöne ist natürlich, auch wenn du im Cupra-Modus unterwegs bist, da darf dieses Auto sich ja noch, na sagen wir mal, etwas hemdsärmlicher benehmen. Also der darf auch noch hinten in den Auspuff reinballern und er darf auch noch ein bisschen lauter sein. Und das hört man dann natürlich etwas besser, wenn man das große Glasdach offen hat. Also so gerade auch wenn du in den Tunnel fährst oder so, das ist schon ein Spaß. Okay, ich finde, diese Option ist wirklich eine gute Sache. Also, der Cupra Leon mit 60 zusätzlichen PS und 50 Newtonmeter mehr von Abt Sportsline hat mich echt überzeugt. Bis auf das Fahrwerk, wie gesagt, das ist Mist, nicht kaufen. Aber der Rest super, die Beklebung großartig. Und da kann ich auch nur sagen, liebe Hersteller und Importeure bei Testwagen, bitte einfach mal mutiger sein, macht das mal. Wir können, glaube ich, ruhig alle mal nach außen zeigen. Autofahren macht noch richtig Spaß und Auto ist auch nichts, was man unbedingt verstecken muss. Alles, was du wissen musst, packe ich dir in die Shownotes rein. Da findest du auch ein paar Links, wo du dir das Auto mal optisch angucken kannst. Ist jetzt im Podcast immer sonst ein bisschen schwierig. Ja, und dann kann ich nur sagen, wenn du dich für so ein Auto interessierst, geh mal zum Cupra-Händler, rede mit ihm mal drüber und frag vielleicht auch nochmal nach der Leistungssteigerung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal und adios. Das war Roadtrip. Der Autopodcast mit Thorsten Tromm.